Der Landkreis Halberstadt befindet sich im Westen des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Die Kreisstadt hat ca. 40.000 Einwohner und liegt ca. 20 Kilometer nördlich des Harzes an der Holtemme und dem Goldbach. Halberstadt hat eine gut ausgebildete Infrastruktur. Die Stadt liegt an den Bundesstraßen 79, 81 und 245 sowie in räumlicher Nähe der neu gebauten Schnellstraße B6N. In der geschichtsträchtigen Stadt fährt seit dem 2. Mai 1903 die städtische Straßenbahn. Halberstadt war bis zum Jahre 1945 eine der schönsten deutschen Fachwerkstädte. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges aber wurden bei einem Bombenangriff mehr als 4/5 der historischen Altstadt vollständig zerstört. Dieses Ereignis veränderte das Antlitz der Stadt für immer. Während in den Nachkriegsjahren in den Außenbezirken Halberstadts profane Zweckbauten zur Unterbringung der vielen obdachlos gewordenen Menschen entstanden, blieb das Zentrum der Stadt leer. Erst in den 90er Jahren wurde dieses mitsamt dem Rathaus wieder neu aufgebaut. Dadurch erhielt Halberstadt ein modernes und junges Gesicht, welches sich harmonisch mit den verbliebenen historischen Bauwerken verbindet. Trotz der immensen Verluste, welche Halberstadt im Zweiten Weltkrieg hinnehmen musste, haben doch verschiedene historische Bauwerke das Inferno mehr oder weniger gut überlebt und konnten wieder neu aufgebaut bzw. restauriert werden. Nordwestlich des Stadtzentrums sind einige Straßenzüge mit Fachwerkhäusern erhalten geblieben. Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten der letzten Jahre erstrahlen sie heute wieder neu in altem Glanz. Besondere Sehenswürdigkeiten in Halberstadt sind die zahlreichen Kirchen. Schon weit vor den Toren der Stadt ist der Dom St. Stephanus zu sehen. Das heutige gotische Bauwerk wurde in der Zeit von 1239 bis 1491 erbaut. Hier befindet sich auch ein umfangreicher Domschatz mit vielen mittelalterlichen Kostbarkeiten. Unweit des Doms stehen mit der Liebfrauenkirche und der Martinikirche zwei weitere unübersehbare und das Stadtbild beherrschende Kirchenbauten. Die Martinikirche mit ihren zwei verschiedenen hohen Türmen ist das Wahrzeichen von Halberstadt. Sehenswert am Rande der Stadt ist der waldreiche Landschaftspark Spiegelsberge. Hier finden Sie ein Jagdschloss im Renaissance-Stil, einen Aussichtsturm und diverse Sportanlagen. Des Weiteren gibt es hier einen kleinen, aber sehr schönen Tiergarten mit Restaurant und Kinderspielplatz. Halberstadt ist die fünftgrößte Stadt Sachsen-Anhalts und zugleich Kreisstadt des Landkreises Harz. 20 Kilometer nördlich des Harzes liegend, wird Halberstadt im Norden von Höhenzug Hü und im Osten von der Magdeburger Börde begrenzt. Südlich befinden sich die Spiegelsberge, Thekenberge sowie Klusberge. Erstmals wurde Halberstadt im Jahr 804 erwähnt. Durch Karl des Großen wurde der Missionsstützpunkt zum Bischofssitz. Heute gibt es in Halberstadt viel Historisches, aber auch eine Menge Neues zu entdecken. Das Städtische Museum und der Dom sind auf alle Fälle einen Besuch wert. Auch das Gleimhaus, das Schraube-Museum und das Heine-Anum, eines der größten vogelkundlichen Museen Deutschlands, sind lohnenswerte Ziele. An der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt steht in Halberstadt am Westende des Domplatzes die einzige viertürmige romanische Basilika Mitteldeutschlands, die Liebfrauenkirche. Da bereits 1005 der Halberstädter Bischof Arnulf an dieser Stelle ein Augustiner-Chorherrenstift gegründet und die Kirche in Mutter Gottes geweiht hatte, begeht die heutige evangelisch-reformierte Gemeinde und mit ihr die Stadt Halberstadt 2005 das 1000-jährige Bestehen der Kirche. Freilich ist die heutige Kirche nicht der Ursprungsbau Arnulfs. Viele Jahre galten die beiden Untergeschosse der Westfassade dem ersten Bau zugehörig, bis Grabungen 1987 ergaben, dass diese Geschosse erst später, um 1089, entstanden sind.
an der Kirche scheint fortwährend gebaut worden zu sein, bis schließlich 1146 Bischof Rudolf den Grundstein für einen Neubau, das heutige Gotteshaus, legte. Erst um 1200 wird der sich an das Hirsauer Bauschema anlehnende Bau vollendet gewesen sein. Diese imposante Pfeilerbasilika erlitt beim Bombenangriff am 8. April 1945 im Ortsteil und am Nordwestturm empfindliche Schäden, die aber bis 1952 behoben werden konnten. Nach der Wende wurde eine grundlegende Sanierung notwendig, die im Wesentlichen 2004 abgeschlossen wurde. Die innere Schlichtheit der Liebfrauenkirche steht im Gegensatz zu ihrem burgartigen Charakter. Das war aber nicht immer so. Zwischen den Obergadenfenstern der Südwand befanden sich großartige Fresken, die in Resten noch erkennbar sind. Immer mehr Besucher finden den Weg vom großartigen gotischen Dom und seinem Domschatz, in dem sich auch so bedeutende Kunstwerke aus der Liebfrauenkirche befinden, wie die Halberstädter Sitzmadonna und der in der Kunstgeschichte so berühmte Stollen- oder Reliquienschrank mit ersten Beispielen der Tafelmalerei nördlich der Alpen oder der französische Reisealtar aus dem 13. Jahrhundert. Auch das fatimidische Glas aus der Zeit um 1000 scheint als Reliquienbehälter einst zum Inventar des Liebfrauenstiftes gehört zu haben. Verblieben in der Kirche das künstlerisch hochwertige Kruzifix aus dem Anfang des zweiten Viertels des 13. Jahrhunderts, das heute hoch vor der Vierung an Ketten schwebt und einst zu einer Triumphkreuzgruppe, ähnlich der im Dom um 1220, gehörte. Ein besonderer bildkünstlerischer Schatz flankiert den in der Vierung vorgezogenen Chor. Die Chorschranken mit den Stuckfiguren der 12 Apostel, Maria und Christus. Sie werden in die Zeit um 1200, 1210 datiert. Es sind fast lebensgroße Vollreliefs mit zum Teil noch originaler Fassung. Mit deren Restaurierung, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird, ist begonnen worden. Seit 1905, dem Gründungsjahr des Städtischen Museums, gehört auch die Fachwerkarchitekturausstellung im Kreuzgang der Liebfrauenkirche als Nebenobjekt dem Museum an. Anhand einer Vielzahl originaler Sachzeugen kann sich der Besucher über die Entwicklung des niedersächsischen Fachwerkstils in Halberstadt vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts informieren. Eine reichhaltige Auswahl originaler Architekturteile, von der einfachen und schmucklosen Konsole um 1400 über die in Halberstadt ehemals häufig anzutreffenden figürlichen Knaufkonsolen, die Schiffskehlen und Fächerrosetten, über reich verzierte Saumschwellen und Balkenköpfe bis hin zu den mit prachtvollen Wappendarstellungen versehenen Brüstungsplatten des ehemaligen Schuhhofes, vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt und ursprünglichen Schönheit der Fachwerkbauten des alten Halberstadt. Ergänzt wird die Exposition durch eine Reihe von Grabsteinen, Sarkophagen und Epitaphien jener Zeit. Die meisten Grabsteine gehören zu Bestattungen im Kreuzgang und dem Innenhof. Mit einem Blick von den südlich gelegenen Spiegelsbergen kann man die Skyline von Halberstadt bewundern. Auch hier erkennt man das typische Bild, welches von den Halberstädter Kirchen geprägt wird. Der unter Denkmalschutz stehende Wasserturm in der Wernigeröder Straße ragt wachend über allen Dächern der Stadt und prägt ebenfalls ein Bild der Halberstädter Skyline. Der Landschaftspark Spiegelsberge befindet sich in dem gleichnamigen Höhenzug südlich von Halberstadt. Benannt wurde er nach dem Halberstädter Domdechanten Ernst Ludwig Christoph Spiegel,
der die damals noch kahle, zur Schafhaltung genutzte Hügelkette aufkaufte und ab 1761 aufforsten ließ. Unter Spiegels Regie entstand dieser Landschaftspark, der zu den frühen Beispielen von Anlagen dieser Art nach englischem Vorbild in Deutschland zählt und ab 1771 auch öffentlich zugänglich war. Den Landschaftspark Spiegelsberge schmücken vielfältige Parkarchitekturen wie die Eremitage zur beschaulichen Besinnung, das Belvedere als Aussichtsturm und das Mausoleum 1783 erbaut. Auf dem Bergkamm wurde 1780-82 das Jagdschlösschen erbaut. Vor die Südfassade integrierte der Bauherr eine Portalrahmung aus dem Jahr 1606 des abgerissenen Schlosses in Gröningen. Ebenfalls aus dem Gröninger Schloss stammte das im Keller befindliche Riesenweinfass. Das Fass besitzt ein Volumen von 144.000 Liter und wurde im Jahr 2008 als ältestes Riesenweinfass der Welt in das Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Die gut ausgebauten Wanderwege laden zum Wandern und Erleben ein. Ausruhen und genießen kann man in dem Gästehaus Spiegelsberg mit seiner großen Terrasse und in dem bereits erwähnten Jagdschloss, das einen wundervollen Blick auf die Stadt Halberstadt und die Umgebung ermöglicht. Nordöstlich in Halberstadt im Ortsteil Wehrstedt befindet sich die St. Laurentiuskirche. Die 1194 im romanischen Stil erbaute Kirche wurde im Dreißigjährigen und Zweiten Weltkrieg zerstört. 46 Jahre blieben die Trümmer liegen und die Ruine wuchs fast zu. Im Sommer 1991 wurde die Ruine durch ABM-Kräfte von Trümmern und Bewuchs freigeräumt. Der Taufstein von 1620 wurde aus den Trümmern geborgen. 1992 schufen Professor Burkhardt von der Technischen Universität Braunschweig mit zwei seiner Studentinnen ein Überdachungsmodell. Kontakt wurde zur ARD aufgenommen, die sich bereit erklärte, im Rahmen der Fernsehsendung Jetzt oder Nie die Kirche aufzubauen. Innerhalb kürzester Zeit wurden weit über 60 Betriebe gewonnen, die mit Material und Arbeitskräften den Bau der Kirche gewährleisteten, und zwar ohne jegliche Bezahlung. Vom 25. bis 27. August 1992 wurde die Kirche wieder aufgebaut. Fast im Zentrum von Halberstadt befindet sich die St. Moritzkirche. Die Moritzkirche ist Pfarrkirche der Neustadt, deren wichtigste Straße die Gröperstraße war. 1237 übergab das Domkapitel dieser Kirche den Augustiner Chorherren, die bis dahin außerhalb der Stadtmauern ihren Sitz hatten. Seit 1540 wurde die Stiftskirche für den evangelischen Gottesdienst genutzt. Von 1810 an, nach der Auflösung des Chorherrenstiftes, ist sie evangelische Pfarrkirche. Der heutige Bau ist eine dreischiffige, kreuzförmige romanische Basilika mit Querhaus, ausgeschiedener Vierung und langrechteckigen Chor aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der beeindruckende Westbau ist schmucklos und ohne Zugang zum Kircheninneren. Er endet oben in zwei Türmen, die je ein Pyramidendach tragen. Restaurierungen und Veränderungen erfolgten im 19. Jahrhundert im Bereich des Chores und des Querhauses. Die Kirche besitzt heute noch eine wertvolle Innenausstattung aus der Zeit der Gotik bis zum Barock. Der evangelischen Moritzgemeinde von Halberstadt gehört diese Kirche. In den letzten Jahrzehnten mussten in Halberstadt viele der in den 80er Jahren gebauten Wohnblöcke dem Abrissbagger weichen. In einigen Gebieten entstanden neue Wohnungen und einige präsentieren sich jetzt als grüne Wiese. Der ehemalige Thälmannring, im Volksmund als Kuhwiese bekannt, wurde zum großen Teil den Erdboden gleichgemacht. Ähnlich erging es dem Peakring in der Nähe des Hauptbahnhofs. Auch hier wurden ganze Wohnblöcke, zum Beispiel in der Maxim-Gorki-Straße, abgerissen.
Weil die Wohnungen oft in einem schlechten Bauzustand waren und kaum noch jemand dort wohnen wollte, hat die Stadt Halberstadt diese Entscheidungen treffen müssen. In der Kühlinger Straße war fast der ganze Straßenzug gegenüber der Halberstädter Passage betroffen. Nach den Abrissarbeiten wurden hier komplett neue Wohnhäuser von der HVG gebaut. Unweit der Kühlinger Straße im Zentrum von Halberstadt ragen die zwei ungleichen Türme der Martinikirche in den Himmel. Die Kirche wurde im frühen Mittelalter erbaut und erstmals 1186 urkundlich erwähnt. Der Hauptchor und die Nebenchöre, bei denen es sich um vor allem in der Romanik gebauten sogenannten kommunizierenden Nebenchöre handelt, stammen aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. St. Martini prägt zusammen mit der Liebfrauenkirche und dem Dom das Stadtbild Halberstadts. Im Herbst des Jahres 1989 wurde St. Martini zusätzlich als Versammlungsraum des neuen Forums genutzt. Heute setzt sich die Kirchengemeinde für das Bündnis Gewaltfreies Halberstadt ein. Im Inneren befindet sich unter anderem ein bedeutender barocker Altar von Thiele Zimmermann aus dem Jahre 1696. An der Westseite der Kirche wurde ein schlichtes Denkmal zur Erinnerung an die friedliche Revolution 1989 in Halberstadt errichtet, die von Friedensgebeten in der Martinikirche ihren Ausgang genommen hat.